So, grüßt euch, Freunde. Hier sind wir. Bei Dave Sadaivo. Naja, gab ein paar Tage nichts, das ist korrekt. Das lag erstmal daran, dass wir zwei kein Internet hatten. Was in der heutigen Zeit natürlich total genial ist. Und ich hatte nicht mehr auf Vorrat. Naja, jetzt bin ich wieder dran. Und jetzt gucken wir mal, was wir so machen. Es geht um das Curry, das geht nur nachts. Und ich soll Seeengel sammeln. Das kriege ich wohl früher hin, hoffe ich, weiß ich aber nicht. Das werden wir uns jetzt angucken. Ansonsten machen wir halt dann nachts nochmal los. Ich habe ja schon mal so einen Versuch unternommen. Der ist allerdings aufgrund von sehr aggressiver Tierwelt extrem gescheitert. So, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zugucken, Kleiner. Ich hoffe, du besonders. Und ja... Dave ist wieder unterwegs hier. Oh, das sieht irgendwie anders aus. Ah ja. Was war das? Au! Lasst mich. Die Thunfische gehen mir aber auf den Keks. Was haben wir hier? Das ist auch Feilkack, den will ich nicht. Wobei, warte mal. Brauche ich den für irgendwas vielleicht? Ich weiß es nicht. Könnte man vielleicht für die Thunfische nehmen. Naja, Moräne tagsüber bringt nichts. Oh. Ach, da muss man jetzt auch noch aufpassen. Das ist ja total stressig. So, ich sollte Seeengel... Oh, da ist eine Moräne, da muss ich aufpassen. Seeengel, ja. Wie sieht denn so ein Ding aus? Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Wo kriege ich denn die? Kann ich das irgendwo nachlesen? Und das hätte ich bestimmt gekonnt, ne? Bevor ich ins Wasser gehüpft bin. Aber warte mal, wir haben doch das Handy. Könntest Seeengel. Aus den Tiefen. Okay. Ich gehe mal davon aus, ich muss weiter runter. Ist nur eine Idee. Das werden wir machen. Was ist das hier? Kann ich das irgendwie einsammeln? Oh, eine Weißfußgarnele. Oh, guck an. Wir sind immerhin ein Stück weiter gekommen. Ja, wir schwimmen mal ganz galant an dem Fisch vorbei. Da Eier habe ich jetzt nicht so Bock. Gucken, was es hier gibt. Schockharpune, na, das ist doch schon mal was. Das hat doch... Da hinten macht ein Seepferdchen rum. Passen wir auf, das können wir sicherlich auch einfangen. Igelseepferdchen, ob das für das Quest zählt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, das halte ich für wie nennt man das? Auswegslos? Nee. Unwahrscheinlich, so. So wird aus der Sache ein Schuh. Das müssen wir halt nochmal gucken. Ach, ich mach doch gar nichts. Ich schwimme doch nur hier rum. Was ist denn mit euch? Hör doch auf damit. Ich wollte eigentlich nur den Barracuda ausweichen. Ja, das ist alles, was ich wollte. So, jetzt sind wir schon mal zumindest am... Ah, ich erinnere mich da auch an verstörende Meldungen aus dem Bereich der verstörenden Meldungen. Hier ist ja dieser komische, hässliche Megakarpfen. Ah, hier ist auch Sackgasse. Also man kann bestimmt hier runter, aber da ist ja der Megakarpfen. Ah ne, der macht jetzt da oben rum. Na gut, dann machen wir hier weiter. Mal gucken, was hier so kommt. Ah, nix. Toll. Das haben sie sehr gut gemacht, Herr Kiesel. Aua. Ach, Herr Kiesel, Sie sind ein Trottel. Ein Trottel, der auch noch vergiftet ist. Weil er in Igelfisch geschwommen ist. Aber er ist ein bisschen hier nachgeladen. An Luft und dann müssen wir halt... Ich muss dem ein bisschen ausweichen. Den mag ich nicht besonders. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Warte mal, wenn ich jetzt hier hin mache, weiß ich gar nicht, ob mir das was hilft. Wo ging es eigentlich dahin? Ah. Hier ist was, was wir einfangen können. Das ist eine Tigergarnele. Okay, das ist auch kein Seeengel. Ich habe keine Ahnung, wie die Viecher aussehen müssen. Das ist vielleicht mein größtes Problem. Habe ich sowas schon?
Ja. Ich denke, ich habe das zum Großteil alles schon, aber kann mich halt auch an nicht alles erinnern. Ja. Das, ach, das ist der Pferd. Der Pferdeschiss. Dann machen wir mal hier unten los. Das ist auch kein Seeengel. Das wird auch nur so ein... Ja, Zwergseepferdchen. Was ist denn das? Aha, da steckt was. Kann ich das nicht rausziehen? Naja, wir gucken mal entspannt weiter. Ich sollte ja ein bisschen runter. Vielleicht ist das richtig. Vielleicht muss ich aber auch ins blaue Loch schwimmen. Weil hier ist ja eigentlich nichts. Außer, dass hier der... Dass hier das Riesenvieh war, ne? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht ins blaue Loch muss. Ich werde mal zurückschwimmen. Habe ich sowas schon mal gefangen? Ich habe null Erinnerungen. Ah. Ja, ja, ich war ein bisschen spät dran. Mach nicht so einen schnellen. Oh, was ist denn jetzt? Ah, ich schieße als daneben, das ist gut. Ah, Zackenbarsch, das hatte ich schon. Gut, dann sind wir jetzt wieder da weg. Das war falsch, denke ich. Ich denke, das blaue Loch wird der richtige Weg sein. Da werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal auf den Weg machen und das, den Eingang suchen. Ich hoffe, dass ich das bedenkenlos finde. Ja, weiß ich jetzt nicht. War das hier? Bin ich von hier gekommen? Das ist, wenn man sich nichts merkt, ne? Dann läuft die Sache nicht besonders. Aber wenn wir jetzt einen komischen Sägefisch hier finden, dann sind wir hier definitiv an der Stelle, wo ich schon mal war. Wir könnten mal gerade hier oben die Kiste öffnen. Da kommt immerhin so ein schicker Außenborder dabei raus. Und dann können wir ja auch den Barracuda halt eben einfangen. Ich meine, bevor der mir auf den Keks geht, können wir den ja mitnehmen. Ah ja, ja, hier war der... Das ist richtig. Hier war das Vieh. Gut, dann gehen wir mal gucken, dass wir da drum herum kommen. Und vielleicht den Eingang... Oh, oh. Geh weg von mir. So viel Fisch wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. So, hier mal die Waffe testen. Was haben wir da? Ah, der Zitze, der Betäubungspfeil. Quatsch da. Den will ich jetzt auch nicht. Hier ist noch ein Kistchen. Das ist hervorragend. Da gehen wir dann auch mal gerade gucken. Was können die... Ach, da ist ein Boxhandschuh drin. Jetzt hör auf, Hof, Alter. So, machen wir hier mit Vollspeed mal nach unten. Warte. Vielleicht eher hier lang. Und dann hier lang. Ah, das könnte... Ah. Jetzt wird es auch vielleicht das mit den... Schiffsbootschnecke. Mhm. Also wir haben ja sogar angezeigt, das ist ja super. Dann können wir das ja einsammeln. Hervorragend. Ich bin ziemlich angetan von der Sache. So, was haben wir hier in der Kiste? Da ist doch schon was Gutes drin, hä? Oh, eine schöne Taschenlampe. Ah ja, die brauchen wir ja hier unten. Ich erinnere mich. Aber wir können ja auch erstmal jetzt hier von A nach B schwimmen. Wir könnten hier mal kurz Luft holen. Das erscheint mir sinnvoll. Warum ist denn, was ist denn mit dem eigentlich los? Hat der was? Hat der was? Der sieht ein bisschen kränklich aus. Den schieße ich mal besser an. Mal gucken, wann er dann zu mir kommt. Ah, nachdem er ihn dreimal angeschossen hat. Eine Rotbrasse. Okay, das hatte ich wohl noch nicht. Hier ist noch ein Schneckchen. Okay. Das haben wir auch. Hier ist noch so ein Engelsding. So, mal gucken, was der hier unten sagt. Das, mit dem hatte ich so meine Probleme. Den schieße ich jetzt einfach 10-mal an. Das wird schon klappen. Oh, hat schon nach dem 2. Mal geklappt. Das ist eine Tigermoräne. Okay, hier hatte ich aber offensichtlich schon. Ich kann bestimmt da unten rein, aber wir können ja erstmal kurz hier weiter schwimmen. Da hinten ist nämlich noch so ein... Was bist du? Sieht aus wie ein Kugelfisch. Bleib doch hier!
Ich komme gleich auf dich zurück. Ich muss nur kurz das Königsding. Ich brauche noch einen. Ich sollte mich weiter umsehen. Ja? Oh. Was passiert denn da schon wieder? Ich habe da gerade eben einen riesigen Seeengel gesehen. Ja, das ist bestimmt, weil wir seine Familie fangen. Das ist bestimmt keine ganz so gute Idee, Dave. Und wie ist das, so einem total unfähigen Harpunisten zuzugucken? Oh ja, oh ja, oh ja. Drei Zahnkugeln, oh oh. Wir sind überladen, massiv. Wir müssen doch mal schnell nach da hinten und dann müssen wir uns hier ein Rettungsding suchen. Irgendwas, wo wir nach oben kommen. So, ich habe den letzten. Puh, alles fertig. Sollte ich wieder hoch? Ich glaube nicht, dass du wieder hochkommst, so einfach, Dave. Da hege ich ernste Zweifel. Ich glaube nämlich, dass jetzt der Riesenseeengel kommt und dir so richtig versucht, eine reinzuhauen. Könnte ich mir denken. Mhm. Moment. Was ist das für ein Ort? Das ist das Seeengel zu Hause. Sag ich ja. Oh nein, das ist so ein riesiger Seeengel. Ich habe wohl keine andere Wahl als zu kämpfen. Also gut, erst besiege ich ihn. Das sehe ich noch nicht. Ich bin viel zu schwer. Harpunieren ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Das. Oh, 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 Dave, wir haben Probleme. Ich sag es dir. Ich sag dir, wie es ist, Dave. Wir haben wirklich Probleme. Das ist, weil wir so schwer beladen sind. Oha, das Vieh macht doch noch irgendwas. Danke. Geh doch mal weg von mir, du gehst mir auf den Zeiger, Alter. Das ist aber so richtig brutal. Ja klar, ich werde natürlich auch noch belasert, aber ich hab's auch gekillt. Es wird jetzt eine... Nee, ich hab's nicht gekillt. Ah. Ich hab's nicht gekillt, es ist einfach nur schnell geschwommen. Entschuldigung. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal an derselben Stelle raus. Ich bin aber immer noch überladen, das ändert nichts an der Tatsache. Ja, ja, das hatten wir schon. Riesenseeengel, Pipapo. Oh nein, alles ist scheiße. Dave ist überladen. Ich sollte vielleicht, kann man sich, ich habe eine Frage. Moment. Ah, okay, ich kann Sachen wegwerfen. Was ist denn das Schwerste, was ich dabei habe? Erstmal 6 Kilo. Was wegwerfen? Ja, ja. Wie viel? Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Gut. Dann bewegt er sich zumindest einigermaßen normal. Also für Dave-Verhältnisse. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ich dachte, ich kriege da immer so eine geile Knifte. Oh. Oh oh. Schnell weg. Ich da hinten aus und muss mir neue Munition organisieren. Hab ich? Oh oh, jetzt muss ich hier lang. Mein Motor ist zu Ende. Das ist natürlich jetzt irgendwie ungeil. So, wir brauchen erstmal Luft. Das ist für mein weiteres Fortkommen wichtig. Dann schieß mit dem Vieh mal in Rüssel. So, jetzt macht das Vieh so, als wäre es tot. Aber es ist gar nicht tot. Es macht jetzt nur alles ein bisschen aggressiver offensichtlich. Lass mich in Frieden, du hässlicher Knaller Seeengel. Das ist ja kein Engel, das ist ein Teufel. Oh ja. Das ist schön. Was du alle kannst, ist toll. Ah, aua. Oh, fuck,
Alter, ich gehe schon wieder drauf. Es ist schon wieder soweit. Dave, Junge, wir sehen keine Chance. Es ist zu Ende. Ah. Sind wir jetzt fertig? Also, das ist ja schön, dass wir jetzt fertig sind. Also mit dem Seetengel offensichtlich. Aber wir haben nur noch 3 Leben. Puh, was für ein Monster. Es tut immer noch weh. Mal sehen, ob hier etwas Nützliches herumliegt. Wir kriegen ein bisschen Bodusluft. Ich schaue mir mal die Seeengelkönigin an. Hab dran rumgeschnitzt. Okay, ich habe irgendeine Tentakel. Ah, da unten liegt ein Bild. Hm, da drüben ist etwas Glitzerndes. Ich sollte nachsehen. Ja, Dave, das solltest du. Auf geht's, Kamerad. Hm, ein Foto von Maki? Das nehme ich mit nach oben. Ist eine gute Idee. Immer diese Action. Immer diese Action. Banjo ist total zufrieden mit unserer Dings hier, mit unserem Fang. Ja, ich könnte. Ich bin ehrlich. Wir könnten natürlich jetzt beim Seevolk Vertrauen aufbauen. Das wäre natürlich jetzt möglich, um dann über Nacht. Das mache ich vielleicht auch so. Wenn wir da wiederkommen, dann dürfte es ja Nacht sein, dann muss ich halt nochmal eine Muräne fangen. Ich sag das jetzt so einfach ist das nicht. Also nicht so einfach, wie ich gehofft hätte. So, mal gucken. Hier geht's schon los. Da kann man schon das erste Quest erledigen. Ah, das ist wieder bei ihr. Mimas Restaurant. Oh nein. Was ist los, Mima? Ich muss Gäste bedienen, aber mir fehlt eine Zutat. Sag mal, könntest du dich für mich in die Tiefen wagen? Okay, was brauchst du? Oh Mann, du hilfst mir. Nun, ich brauche Kelchkoralle, die so aussehen. Du findest die wahrscheinlich in der Nähe der Walknochen. Bitte hilf mir. Walknochen? Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Echt? Ich habe leider keine Ahnung. Walknochen. Ich schwimme hier rum. Ist das überhaupt hier? Kann ich hier einfach raus? Ich mach das jetzt mal. Mal gucken, das könnte das sein, was ich tun muss. Um. Ah ja. Wer bist du für einer? Du siehst ja komisch aus. Ich bin der Super Harpunierer. Läuft wenig, bis nix. Kann man so sagen. Junge, der hat ganz schön viel Leben, der kleine Knilch. Oh. Und jetzt habe ich auch noch verpasst, den richtigen Knopf zu drücken. Der will was von mir. Was willst denn du von mir? Oh, ich habe eine Seekröte. Ja, jetzt wird alles besser mit Seekröten. So. Oh. Das nehmen wir mal mit. Ja, ja, auf das Scharfschützengewehr habe ich ein kleines bisschen Lust. Ah, warte, jetzt müssen wir hier durchschwimmen, ne? Da könnten irgendwo Walknochen sein. Ich bin mir aber unsicher. Ich brauche eine Koralle. Was ist denn das da? War das nicht hier die Ecke, wo ich... Ja, das ist doch hier die Ecke, wo ich den... Warte mal. Der Stein liegt doch bestimmt nicht umsonst hier. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Dass das genau so laufen könnte. Aber hier sind auch keine Korallen. Hier sind Schnecken. Ja, Tiefen ist... Ich weiß nicht, ob da immer das blaue Loch mit gemeint ist. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass das so ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich... Von da, wo ich bin...
da so direkt hinkomme. Ah, du Witter. Geh weg. Lass mich. Ich habe keine Zeit. Vor allem auch keine Lust. Nein, keine Lust auf Tigermoräne. Das will ich. Ah, der braucht ein bisschen. Oh, ein Scheibenbauch. Aha. Okay, hier habe ich das Gefühl, sind keine Korallen. Ja, das mit den Korallen, das wird da sein, wo auch Kram ist.